Yokosa Yuya Osako, der lachte Kameramann. Hey, Ja, das ist super japanisch! ja. Yokosa Yuya Osako. Das heißt herzlich willkommen auf Japanisch. Dandila ist es so schön. Yuya Osako wechselt zum SV Werder Bremen für die festgeschriebene Ablöse von wahrscheinlich so 6 Millionen Euro werden es sein, die der SV Werder Bremen an den 1. FC Köln überweisen muss. Es gab eine Ausstiegsklausel. Bei Abstieg des 1. FC Köln konnte der Japaner den 1. FC Köln halt verlassen. Und Werder Bremen hat zugeschlagen, hat sich gegen Hannover 96 zum Beispiel durchgesetzt. Die wollten ihn auch haben. Und das zeigt nämlich auch, dieser Spieler war ziemlich begehrt. Und jeder sollte wissen, das ist schon ein richtig guter und es ist auch ein richtig gutes Signal vom SV Werder Bremen, wie ich finde. Denn man darf nicht vergessen, es geht nicht nur mit jungen Spielern. Es geht nicht nur mit Spielern aus dem Ausland, die aus irgendeiner Liga kommen, wo man sagt, na, könnte funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Milot Rashica ist ein gutes Beispiel. Der hat 7,5 Millionen Euro gekostet. Der ist bestimmt auch ein richtig guter. Aber wir konnten es nur ansatzweise sehen. Ob er wirklich dauerhaft in der Bundesliga funktioniert, weiß man nicht. Bei Osako ist das anders. Er spielt schon seit 4 Jahren in der Bundesliga, hat über 100 Einsätze, hat schon richtig gut funktioniert. In der vergangenen Saison war es nicht ganz so gut, aber da war bei Köln ja außer dem Geißbock nichts los. Aber davor die Saison mit Modest richtig klasse funktioniert. Super Dreamteam gewesen, hat den 1. FC Köln nach Europa geschossen. Ja, und das ist nämlich genau der Punkt bei Osako. Spielerisch, fußballerisch, einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste beim 1. FC Köln. Aber so bei Widerständen, da kriegt er so seine Probleme. Da braucht er einen, an dem man sich aufrichten kann, hinter dem er herlaufen kann. Er ist nämlich nicht so einer, der bei Rückstand dann wirklich aufstehen kann. Da ist er so ein bisschen, oh, fällt er in sich zusammen, haben uns die Kölner vor Ort so erklärt. Und ja, gegen Max Kruse kann er eigentlich super funktionieren. Und darauf setzt der SV Werder Bremen auch. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Signal, dass hier was zusammenwachsen kann. Wir sind gespannt. Leider müssen wir ein bisschen warten auf Osako. Der spielt aber leider, was sage ich leider? Der spielt auch bei der WM. Da können wir uns den alle angucken, was der richtig drauf hat. Da haben wir so ein bisschen japanische Fans. Und dann lernen wir vielleicht auch noch ein bisschen die Sprache. Ich glaube, Sayonara heißt auf Wiedersehen. Wenn nicht, ich übe das nochmal, guck das nochmal nach. Und beim nächsten Take über Osako weiß ich Bescheid. Alles Gute aus der Deichstube.